Hey, Sotte Leon hier und heute kein Gameplay, sondern Gameplay nur im Hintergrund und wir reden in der Zeit. Und zwar über die Frage, ob der Flohmarkt aus Escape from Tarkov verschwinden muss oder bleiben kann. Diese Frage wird im Moment in der gesamten Tarkov-Community ziemlich offen diskutiert und dafür gibt es auch einige Videos auf YouTube. Ich habe mir zahlreiche davon angesehen, habe auch selber in den letzten Tagen mehrfach das Thema im Stream diskutiert und könnte es wahrscheinlich fast stündlich tun nach den Fragen, die immer wieder kommen. Und deswegen wollte ich das Ganze jetzt hier nochmal in einem Video zusammenfassen. Zunächst, der Flohmarkt sorgt dafür, dass wir Items, die wir nicht brauchen, die wir gelootet haben in unseren Raids, gewinnbringend verkaufen können an den Händlern vorbei und dadurch durchaus zu besseren Preisen das Ganze verkaufen können. Die Find and Raid Mechanik hat hier auch dafür gesorgt mit dem letzten Vibe, dass der leidliche Wiederverkauf von Händlerware nicht mehr stattfindet. Das heißt, es geht wirklich nur noch um Items, die Find and Raid sind. Der Flohmarkt ist eine wichtige Einnahmequelle für Spieler, weil er eben für viele Quests und insbesondere Hideout- und Crafting-Items höhere Preise erzielen lässt. Und gleichzeitig ist das natürlich auch ein Teil der Motivation für viele Spieler, auf diese Weise Geld zu verdienen. So, das Gegenstück dazu, weswegen die ganze Diskussion im Moment losgetreten ist, auf dem Flohmarkt, und das ist ein Umstand, der lässt sich genauso wenig wegdiskutieren, hat man quasi ab dem ersten Tag eines Vibes Endgame Gear in fast unbegrenzter Menge zur Verfügung. Und es gibt genügend Spieler, die auch am Tag 1 genügend Geld zur Verfügung haben, um dieses Endgame Gear zu kaufen und damit die gesamte Progression, die es im Spiel derzeit gibt, über die Quests der verschiedenen Händler beiseite zu legen, zu ignorieren und ab dem ersten Tag bzw. wenige Stunden bereits nach dem Vibe, ja, mit Level 5, Level 6 Rüstung, mit dem besten Helm und der besten Ausrüstung, den besten Waffen in die Raids zu gehen. Das ist nicht nur technisch möglich, sondern das ist auch ganz praktisch möglich. Und der Flohmarkt macht das Ganze sichtbar und ist deswegen für viele die Ursache des Übels. Ich denke aber, dass die Ursache ein bisschen komplexer ist und darüber wollen wir jetzt sprechen. Zum einen haben wir mit dem Erscheinen des Flohmarktes, ich glaube vor anderthalb Jahren, wir haben jetzt 2020, also November 2018 kam er rein. Damit ist nicht nur der Flohmarkt erschienen. Klar, bevor es den Flohmarkt gab, war eben alles ein bisschen langsamer, denn man konnte diesen normalen Fortschritt, dass man bestimmte Items einfach finden musste, in den Raids nicht umgehen. Über den Flohmarkt war das auf einmal möglich. Demzufolge hat er schon diese Progression von bis zu Level 40 deutlich beschleunigt. Das ist auch sicherlich nicht in voller Größenordnung zurückzudrehen. Was aber eben auch passiert ist und was für die Probleme, die wir jetzt diskutieren, sehr viel entscheidender ist, ist, dass fast zugleich mit dem Flohmarkt beispielsweise auch die Map Terror Group Labs in Escape from Tarkov erschienen ist. Und Labs bietet mit seinen Raidern, mit dem Endgame Gear, welches die Raider bieten und vor allen Dingen mit der Menge an Raidern, die man hier in einem Raid farmen kann, eine unglaubliche Menge an Ausrüstung, die dann natürlich über kurz oder lang auf den Flohmarkt gespült wurde. Labs bietet zugleich die Möglichkeit für diese Leute, die die Raider farmen, in kürzester Zeit Unmengen an Geld zu verdienen und auf diese Weise natürlich auch entsprechendes Kaufpotenzial zu generieren. Das heißt, es gibt auch genügend Leute, die wiederum genügend Geld haben, sich diese ganzen Sachen dann auch zu kaufen. Das nächste ist, wir haben mittlerweile auf den Karten, und das ist so über den letzten anderthalb Jahren auch dazu gekommen, wir haben fast auf jeder Karte mittlerweile einen Scav-Boss. Das war vor anderthalb Jahren noch nicht der Fall. Dort hatten wir den Scav-Boss Schala auf Customs und das war's. Hinzugekommen ist Sanitar auf Shoreline, Gluha auf Reserve, Stürmen auf Woods und Killer auf Interchange. Und für Killer haben wir sogar eine Quest, wo wir 100 Mal Killer killen müssen, um noch ein bisschen neue Klamotten für unseren PMC zu bekommen. Und ja, selbstverständlich landen wahrscheinlich der Großteil der Killer-Rüstungen, die da gefarmt werden, im Flohmarkt. Und sorgen für entsprechend ausreichend großes Angebot. Wir haben zugleich ein Überangebot an Munition. Auch das kommt zum Teil von Labs durch die Raider.
aber eben auch von den Raidern in Verbindung mit den verschiedenen Scav-Bossen auf den Karten. Die Munition kommt teilweise von unseren Scavs an sich. Wenn man denkt, wir spawnen immer noch mit einer M700 und mit M61 Munition, was nicht gerade unüblich ist. Wir haben mittlerweile eine Menge an Hidden Stashes auf den verschiedenen Karten. Nur mal dran denken, auf Shoreline alleine 34 Hidden Stashes in jedem einzelnen kann Munition spawnen. Und die nicht in unbedingt großen Mengen, aber diese Mengen werden eben nicht selten verkauft. Und, das ist das Wichtigste an der Stelle und der größte Posten, den ich denke, wir haben das Hideout. Und im Hideout haben wir derzeit die Möglichkeit, für alle wichtigen Kaliber 5,45, 5,56, 7,62 und bei 7,62 eben für 7,62x39, x51, x54. Für all diese Kaliber haben wir im Hideout die Möglichkeit, die jeweils durchschlagskräftigste Munition direkt zu craften. Und das ist eben Igolnik-Munition, 995-Munition für die M4s, 7N12-BP für die Well-Liebhaber, M61-Munition, SNB-Munition. All das gibt es direkt im Hideout und kann anschließend auf dem Flohmarkt verkauft werden. Und das passiert natürlich, man braucht sich das bloß mal angucken. Man findet für all diese Munitionstypen locker 100, 150 Angebote zu jeder Zeit. Man kann sich jederzeit mit ausreichend dieser Munition ausstatten. Und das hat natürlich Auswirkungen auf das Spiel. Und da braucht man sich auch nicht wundern, dass die Leute diese Sachen spielen. Zum einen haben wir eben diesen Umstand, dass das Endgame-Gear über die Raider, über Labs innerhalb von wenigen Stunden den Weg in den Flohmarkt findet nach einem Vibe, dass eben die Händlerprogression und der Ausbau des Hideouts von vielen Spielern mittlerweile nach einem Vibe komplett ignoriert werden, weil das einzige Ziel ist, nicht mehr Level 40 zu werden, um Zugriff auf das beste Gear zu haben, sondern es reicht eben jetzt schon Level 10 zu sein. Und Level 10 ist etwas, was man, wenn ihr das Factory-Tournament von Pestily gesehen habt, allein durch das Spielen auf Factory innerhalb von 2,5 Stunden schafft. Die besten Spieler waren nach 2,5 Stunden bei Level 10 angelangt und hatten Zugriff auf den Flohmarkt. Wenn man sich vorstellt, man macht das Ganze nicht auf Factory, sondern auf Labs, ist es für Spieler möglich, das wahrscheinlich in unter 2 Stunden zu schaffen. Und für jeden Normalo, der jetzt nicht Landmark heißt, wird es vielleicht 6 bis 8 Stunden dauern, Level 10 zu erreichen. Aber dann ist man als jemand, der für den es nicht der erste Tag auf Vibe ist, in der Regel an diesem Punkt. Und wenn man dann nur genügend Geld hat, was eigentlich auch kein Problem ist, wenn man einfach nur sagt, alles, was man in seinen Raids lootet und findet, was irgendwie mit Quests und Hideout-Ausbau zusammenhängt, verkauft man einfach. In dem Moment hat man mehr als genügend Geld, sich auch zu diesem frühen Zeitpunkt, wenige Stunden nach dem Raid, diese Items zu kaufen. Und damit gibt es effektiv kein seltenes Gear mehr im Spiel. Es gibt effektiv auch keine Belohnung mehr im Spiel für einen gewonnenen Fight, dass man besonderes cooles Gear, eine coole Rüstung oder sowas bekommt, weil gleichzeitig kann man sich alles jederzeit mit Geld kaufen. Der Flohmarkt ist damit über die letzten Monate zur Hauptbezugsquelle für Rüstung und für Munition geworden, wegen diesem Überangebot. Und zugleich ist hier ein Kreislauf entstanden. Und das ist der Kreislauf, den ich jetzt anspreche, der jetzt im Moment zu dem Frust mit dem Flohmarkt führt. Die Rufe nach dem Flohmarkt so schnell wie möglich und die Panik davor, dass der Flohmarkt verschwindet und dass das Spiel dann tot ist, kommen ja nicht von ungefähr. Weil eben das Ziel nach einem Vibe nicht mehr Level 40 ist, sondern das Ziel lautet ganz einfach Level 10, Zugang zum Flohmarkt. Rüstung unterhalb von Level 5 ist damit für viele Spieler fast wertlos, weil einfach zum gleichen Zeitpunkt die Verbreitung dieser hochdurchschlagskräftigen Munitionstypen so groß ist, dass sich schlechtere Rüstung in vielen Fällen nicht mehr auszahlt oder preiswerte Rüstung zu kaufen nicht mehr auszahlt. Zugleich führt es dazu, dass die Masse, 90% der Munitionstypen, die wir im Spiel haben, so gut wie keine Verwendung findet, weil wir es gar nicht brauchen, weil wir zu jedem Zeitpunkt, egal welches Kaliber wir spielen, jeweils auf irgendeinem Weg die bestmögliche Munition spielen können. Einfach, weil sie über den Flohmarkt
verfügbar ist. Und da ist nicht der Flohmarkt dran schuld, da ist allgemein das Angebot schuld, welches es für diese ganzen Munition und Rüstung im Spiel gibt. Und das führt natürlich zu einer entsprechenden Frustration und gleichzeitig auch zu einem entsprechenden Druck im Spiel permanent diese teuren Ausgaben, die Munition, wir reden von 1000 Euro pro Schuss, was bei fast jedem Kaliber der Fall ist, auch auszugeben. Und das setzt vor allen Dingen natürlich Neueinsteiger unter Druck, weil sie sich oftmals diese Munition dann doch nicht leisten können. Und demzufolge fast immer untergiert mit schlechterer Ausrüstung in ihre Fights gehen müssen und gleichzeitig eigentlich keine Möglichkeit haben, hier in irgendeiner Weise das zu kompensieren, sondern da einfach über Zeit X sich da durchquälen müssen. Und deswegen ist der einfache Ruf nach dem Entfernen des Flohmarkts aus dem Spiel für mich keine Lösung, denn damit werden die dahinterliegenden Probleme nicht verschwinden. Das Spiel wird nur noch weniger ausbalanciert und die bisher schon bestehenden Probleme treten noch stärker zutage. Und das ist eben sowas, dass ein Großteil der Rüstung oder ein Großteil der Gegenstände, die bei den Händlern zum Kauf angeboten werden, im Raid nicht gelootet werden können. Das ist eben gute Rüstung, gute Helme, gute Attachments, die zum überwiegenden Teil eben nicht in Waffenkisten liegen oder irgendwo spawnen im Raid und gelootet werden können, sondern eben nur mit Geld gekauft werden und damit die Spieler bevorzugen, die das Spiel sowieso Tag ein, Tag aus spielen. Während jemand, der das Spiel nur ab und zu spielt, an gewisse Gegenstände einfach nie rankommt. Wir haben das Problem, dass die Händler eine extrem limitierte Anzahl von einigen seltenen Items haben und einen komplett unflexiblen Rhythmus, in dem das aktualisiert wird. Alle 3 Stunden sind bestimmte Items für wenige Minuten verfügbar und dann sind sie für 3 Stunden wieder weg. Wer dann überlegt, dass die tägliche Gesamtspielzeit für viele nicht mehr als 3 Stunden ist, der kann sich an wenigen Fingern ausrechnen, dass diese Leute zum Teil tagelang nicht an bestimmte Items rankommen, einfach weil sie immer zum falschen Zeitpunkt bei den Händlern vorsprechen. Auch das bevorteilt wieder Spieler, die hier viele, viele Stunden in dem Spiel investieren können, einfach weil sie dann mit diesen Unzulänglichkeiten besser leben können. Eine ganze Reihe an Quests, der gesamte Hideout-Ausbau und auch das ganze Crafting ist im Moment komplett an die Verfügbarkeit des Flohmarkts gebunden. Diesen also einfach hier rauszunehmen, würde, denke ich mal, noch viel mehr kaputt machen, als es im Moment helfen würde. Und wie gesagt, die Probleme sehe ich woanders. Und deswegen will ich mit euch einige mögliche Auswege diskutieren. Und das erste, was mir da einfällt, sind dynamische Loot-Spawns, nämlich die Verbesserung der Verteilung des Loots auf der Karte und damit eine geringere Konzentration auf einzelne wenige Hotspots, die sich dann leicht anlaufen lassen, indem man da hinsprintet, das Zeug lootet und sofort wieder von der Karte verschwindet. Damit wird das Looten an sich, das Erkunden der Karte, auch im 5. oder 10. Run auf derselben Karte immer wieder belohnt. Und zugleich ermöglicht es eben auch neuen Spielern, abseits dessen, dass sie es in den seltenen Fällen mal schaffen, einen anderen PMC zu killen, eben auch über das Looten an seltenes Gear ranzukommen und damit eben auch eine Belohnung für ihre Raids zu haben. Und das fördert nicht zuletzt die Langzeitmotivation für alle. Das Thema PvE Gear Farming muss meiner Ansicht nach verschwinden. Scav-Bosse und Raider sollten kein Endgame-Gear mehr besitzen. Es ist sicherlich okay, wenn sie 3, 4, 6, 8 Wochen nach dem Vibe mit Ausrüstung Level 4, Level 5 ungefähr durch die Gegend ziehen, vereinzelt vielleicht auch mal ein Level 6 Item haben. Aber in den ersten Wochen nach dem Vibe mindestens muss ja was passieren. Das beste Beispiel für mich ist nach wie vor Rishala. Die Minions von Rishala hatten schon immer leicht gemoddete AKs, haben BP und BT-Ammo verschossen, haben in der Regel Level 3, Level 4 Rüstung an. Ab und zu mal war mal ein Alten dabei, aber das ist nichts Besonderes und es ist trotzdem für den Beginn nach einem Vibe, auch für einen guten Spieler, trotzdem noch eine Herausforderung. Aber das beste Gear im Spiel sollte nicht bei PvE-Gegnern liegen, die gefarmt werden können, sondern sollte immer aus dem PvP gezogen werden oder eben aus dem Looten der Karten.
Und das heißt, Endgame Gear ausschließlich Find and Raid. Nicht bei den Händlern, sodass es eben wirklich erarbeitet werden muss, erspielt werden muss. Nicht über Geld, sondern über Zeit und über Glück. Und da sind wir wieder bei den dynamischen Loot Spawns, Rüstung, Rigs, Rucksäcke, Munition, alles Find and Raid. Und damit bekommen wir eine Unabhängigkeit von der Erfahrung der Spieler. Wir haben gleiche Chancen für alle Spieler, die eine Map betreten, weil alle auf die gleiche Art und Weise nach dem guten Gear auf der Karte suchen müssen. Vier Spieler haben trotzdem die Möglichkeit, öfter gutes Gear zu finden, weil sie mehr spielen. Aber sie haben keine besseren Chancen innerhalb des Raids. Einfach weil sie wissen, wo Raum 310 ist und dass man einfach hinsprinten muss. Und zuletzt ist es der Punkt, dass Munitionscrafting und das Gearcrafting im Hideout auch hier mittlere Ausrüstung, also beispielsweise Munition, die 30, 40 Pen hat und damit Level 3, Level 4 Rüstung durchschlägt, ist okay, denke ich. Die gehört ins Hideout, um sie zu craften. Alles, was darüber hinausgeht, was problemlos Level 5 und Level 6 durchschlägt, ist Endgame-Gear, ist Endgame-Ausrüstung, die wiederum entsprechend selten sein sollte und demzufolge nur in den Raids zu finden ist. Und das sorgt dann dafür, dass wir uns über seltene über gute Munition freuen. Das sorgt wiederum dafür, dass uns nicht jeder einzelne Gegner mit ein oder zwei Schüssen niederstreckt. Und das sorgt auch dafür, dass wiederum dieses Gefälle zwischen erfahrenen Spielern und unerfahrenen Spielern nicht mehr so krass ist, dass das Niveau wieder ein bisschen weiter zusammenrückt. Das heißt nicht, dass das erfahrene Spieler nicht trotzdem den Vorteil aus der Map-Kenntnis haben. Aber auf diese Weise haben erstmal alle Spieler, die in eine Karte reingehen, unabhängig von dem, was sie mit schon an Gear mit in den Raid hineinbringen, auch die Möglichkeit, mit etwas Gutem wieder rauszugehen. So. Und ich denke, mit diesen Änderungen und wie gesagt, das Wichtigste, dynamische Loot Spawns, das beste Gear, ausschließlich Find and Raid, weg von den Händlern, weg damit von den Raidern, würde dafür sorgen, dass High-End-Gear, High-End-Ausrüstung wieder die entsprechende Seltenheit bekommt. Und wenn sie das hat, dann sollte sich das auch in dem Flohmarkt niederschlagen, sodass nicht zu jedem Zeitpunkt die beste Ausrüstung verfügbar ist. Und dann, denke ich mal, ist es auch kein Problem, wenn wir den Flohmarkt in irgendeiner Form oder auch in dieser Form, so wie er jetzt ist, weiterhin behalten, weil dann eben wirklich wieder das Looten in den Raids, das PvP in den Raids belohnt wird und wir dann auch, denke ich mal, eine viel, viel bessere Langzeitmotivation im Spiel haben. So, damit bin ich am Ende dieser kleinen Zusammenfassung, was ich vom ganzen Thema Flohmarkt halte. Ich bin gespannt auf eure Meinung. Sagt es mir in den Kommentaren, wie ihr das seht. Denkt dran, wenn ihr miteinander diskutiert, nicht nur mit mir, sondern untereinander, bleibt höflich. Wir haben unterschiedlichste Spielweisen in Escape from Tarkov. Das soll auch so sein, das ist prima so. Und demzufolge wird es unterschiedliche Meinungen geben. Meine habe ich euch hier gesagt, die hat sich sicherlich in den letzten Tagen und Wochen Stück für Stück gebildet. Aus den Diskussionen bei mir im Chat, aber eben auch aus anderen Blickwinkeln, wie den Diskussionen von SlushPuppy, den Videos von Pestily, den Videos von Clean, die sich da auch Gedanken gemacht haben. Auch die kann ich euch empfehlen, zu dem Thema durchaus mal anzusehen. Wir sehen uns selbstverständlich auch die nächsten Tage hier wieder auf YouTube. Ich bin zudem jeden Abend wochentags ab 20 Uhr auf Twitch im Livestream unterwegs. Würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut, wenn ihr Interesse habt. Wir können auch dort gerne ein bisschen weiter diskutieren. Bis dahin sage ich ja erstmal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein.